Die drei Mädchen, die bei mir stehen, sind, wie Sie ganz richtig erkennen, natürlich keine Japanerinnen, aber in Japan sehr gut bekannt. Sie heißen Arabesk, sind eine Gruppe aus Deutschland, wir kennen sie natürlich zu Hause, und haben hier in Japan über 4 Millionen Schallplatten verkauft. Und ich habe euch jetzt begleiten können ein paar Tage und habe gesehen, wie euch die Jungs nachrennen und wie sie Autogramme haben möchten in den Fernsehstudios und Diskotheken. Wie ist für dich denn überhaupt der Unterschied zu den jungen Leuten in Deutschland und hier? Nicht sehr groß, weil die Jugendlichen auf der ganzen Welt ziemlich gleich seien. Nur, was mich immer wieder beeindruckt bei unseren Japan-Besuchen, ist, dass man in den großen Vergnügungszentren auf der Straße unbehelligt als Frau alleine durchgehen kann. Es macht einen keiner schief an, es ist unheimlich schön. Man kann, glaube ich, auch nachts hier... Ja, gerade nachts, passiert überhaupt nichts. Braucht man keine Angst haben, das ist schön. Könntest du dir denn...